Avril Lavigne für das Coverfoto eines US-Magazins blank gezogen oder hatte sie ein total raffiniertes Top an? Die Fachwelt rätselt. Eindeutiger ist, was Avril in den Viva Top 20 macht. Sie fällt mit Girlfriend von der 8 auf die 10. Charts von der 0 auf die 1, das haben diese Woche Linkin Park geschafft. In den Viva Top 20 schlagen die Herren eher so die Gegenrichtung ein. What I've Done trudelt von der 4 auf die 9. Mika findet Grace Kelly so richtig dufte. Es ist der arroganteste Popsong, den man schreiben kann, findet er. Dass die Nummer von der 7 auf die 8 fällt, dürfte an Mikas Selbstbewusstsein nicht wirklich rütteln. Wochen Viva Top 20, 16 Wochen in den Top 10. Wille Wallo und Natalia Avilor können mit der Bilanz von Summer Wine vollauf zufrieden sein. Diese Woche geht's von der 6 runter auf die 7. Wie bislang? Nun ja, schwächste Platzierung. Pink hat Britney Spears und Paris Hilton so richtig lieb gewonnen. O-Ton, sie werden immer dümmer und dümmer. George W. Bush findet sie auch nicht so dolle. Dear Mr. President steigt von der 9 auf die 6. Platz 5 ist die einzige Position in den Viva Top 20, auf der sich diese Woche gar nichts getan hat. Timbaland, Nelly Furtado und Justin Timberlake rücken mit Give It To Me keinen Millimeter von der Stelle. Von wegen immer nur Kaviar, Beyoncé isst total gerne Schweinehaut. Während die Vegetarier ins Spontankoma kippen, fällt unsere Naschkatze von der 3 auf die 4 mit Shakira und Beautiful Liar. Nelly Furtado freundet sich immer mehr mit dem Gedanken an, eine Rockband zu gründen. So richtig heavy soll sie allerdings nicht werden. Im Moment ist noch Say It Right aktuell. Die Nummer rutscht von der 2 auf die 3. Elfmal toten DJ Ötzi und Nick P. mit Ein Stern, der deinen Namen trägt, auf Platz 1 der Viva Top 20. Mit 11 Wochen Verspätung finden immer mehr Leute, dass es jetzt mal gut ist. Unser Traumduo findet sich auf der 2 wieder. Bitte? Habe ich das gerade richtig gesehen? DJ Ötzi ist nicht mehr auf Platz 1 der deutschen Charts. Er ist runtergerutscht auf Platz 2. Wir können heute wirklich eine andere Nummer 1 komplett spielen. Hier bei Klaas Wochenshow. Kommen wir opfern eine Katze und feiern ein großes Fest. Aber danach, ja, da machen wir erstmal eine Pause und dann sehen wir die neue Nummer 1 nach einer ganz kurzen Pause hier bei Klaas Wochenshow.